Wir sind jetzt schon beim letzten Weihnachtsvideo angekommen und heute erzählen wir euch einfach nur so ein bisschen was. Und wir hoffen erstmal ganz, ganz doll, dass euch die letzten Videos gefallen haben und so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht haben, ein paar Ideen und Inspirationen euch gegeben haben und ihr euch jetzt auch freut auf Weihnachten, obwohl wir gemerkt haben, eigentlich fühlt es sich noch gar nicht so weihnachtlich an. Aber es liegt vielleicht auch an dem Jahr, dass es etwas chaotisch war. Ja, und wir wünschen euch auf jeden Fall eine super, super schöne Weihnachtszeit. Auch wenn ihr kein Weihnachten feiert, wünschen wir euch eine super, super schöne Zeit einfach und macht's euch ganz, ganz nett und gut. Und wir werden das auch tun und werden jetzt die nächsten paar Wochen uns einfach ein bisschen Zeit nehmen und unseren Kopf wieder frei bekommen und viele, viele schöne neue Ideen sammeln und auch für euch schöne neue Videos machen. Und deswegen wird es jetzt auch die nächsten paar Wochen hier nichts zu sehen geben. Wir freuen uns dann über jeden, der wieder einschaltet, wenn wir so gegen Ende Januar wieder Videos hochladen und euch mitnehmen. Denn wir werden dann Übersee Staffel 2 starten und das wird alles etwas anders. Die Gesichter bleiben gleich, die Themen bleiben auch in Richtung Nachhaltigkeit, also die Themen bleiben auch gleich. Und trotzdem wird es ein bisschen anders sein und darauf freuen wir uns schon mega, mega doll und hoffen, dass ihr euch dann auch darüber freut. Und ja, die Zeit ging auch einfach mega schnell rum. Wir haben gerade überlegt und jetzt ist der zweite Lockdown in Deutschland und als der erste Lockdown war, Anfang des Jahres, haben wir angefangen mit den Übersee-Videos und jetzt ist es halt Ende des Jahres und wir hören jetzt auf mit den Videos. Und in der Zeit ist mega viel passiert. Wir sind vom Van ins Haus gezogen. Wir haben euch dabei allem irgendwie immer mitgenommen. Wir haben Hühner bekommen, wir haben eine Katze bekommen. Also es ist schon ziemlich viel passiert in dem Jahr und trotzdem auch irgendwie gar nichts. Also wir schwanken immer zwischen, es war ein Jahr mit ganz vielen Erlebnissen und es war ein Jahr, was irgendwie ganz schleichend und kriechend und anstrengend war. Und ja, aber so alles in allem waren wir ziemlich happy und ja, freuen uns jetzt halt super doll auf die Staffel 2, mit euch da wieder ganz, ganz viel Interaktion zu haben, einen coolen Austausch zu haben, euch zu inspirieren, von euch Inspiration zu erhalten und wünschen euch jetzt eine wundervolle Zeit und bis Ende Januar. Sie laufen nachts durch den prasselnden Regen und springen nachts von der Brücke ins Wasser, sieh mal die Metro in Madrid und tanzen barfuß in Ferropolis. Drei Tage im Jahr auf dem blubbernden Pflaster, sie schmuggeln ein bisschen Spaß in den Bundestag. Wir haben ein Haus! Zu dritt in der Kuppel und feiern anschließend Abschied vom Paradies in der Bar mit all den anderen Trophys. Sie sitzen blinzelnd in der Sonne. Ja, aber die chillen doch auch so. Unten am Fluss. Die chillt aber nicht, sondern die hängt, glaube ich, fest. Die anderen hingehen. Paul. Und werfen nonstop oh, die Scheiße weiter. Wir durch. In der sie tiefer als bis zum Enden drin stehen. Sie liegen sich. Kühe sind ja eigentlich friedlich, Jährige. Gehen gemeinsam durch Mordor und fragen sich. War das nicht der beste Tag meines Lebens? Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens. Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens.